So Leute, willkommen zu dem Video. Wir haben in Österreich, wir haben uns unten jetzt gerade noch ein Ticket gekauft, dass wir da am Berg aufgefahren können. Im Übrigen ist der Radberg. Bevor das Video aber anfängt und bevor ich euch sage, worum es in dem Video geht, möchte ich nur eine kleine Info mal raushauen. Und zwar war ich heute wieder unterwegs auf Lost Place Tour und das war da mal interessant, weil das Untersberg-Video ist, glaube ich, nie einmal so schlecht angekommen bei euch. Und da stellt sich die Frage, wollt ihr mal ein bisschen was von mehrer Lost Places sehen, vielleicht über den Winter? Oder sagt ihr, es interessiert euch nicht nur Motorrad-Content? Wenn ihr von Lost Places vielleicht einmal mehrer sehen wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare unten, weil dann suche ich mir mal ein paar Locations aus und dann nehme ich euch einmal mit der Kamera. Aber jetzt hörst du mal das Intro. Genau, wir fahren jetzt gerade an den Radberg auf, Maut, 6 Euro war schon mal günstiger. Und auf alle Fälle geht es heute mal drum, weil wir eh schon in Österreich haben. So ein kleines Video, was ich alles in die Taschen habe. Es gab nämlich ein kleines Update. Ich habe nämlich schon mal ein Video darüber gemacht gehabt, aber das ist schon wieder überarbeitet worden. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, gemacht oder vor 2 Jahren. In der Zeit hat sie wieder was da. Und für mich habe ich wieder ein bisschen was geändert gehabt, wie es für mich ja besser passt von den Taschen her, von der Aufteilung her. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant, weil Max ist auch dabei, der hat zum Beispiel die Taschen nieder und da muss er einfach schauen, wenn er jetzt ins Ausland fahren möchte, ich glaube Italien, Slowenien, Österreich und in ein paar anderen EU-Staaten, musst du Warnweste dabei haben, Erste-Hilfe-Zeug und da muss sich der Maxl einfach extra einen Rucksack suchen, zum Auto gehen, die Warnwesten außer da und ich habe halt mir alles das so zusammengestellt mit den ganzen Taschen, dass ich das einfach am Motorrad habe, dass ich da das Suchen gar nicht anfangen brauche. Und was ich sonst noch in die Taschen habe und welche Taschen ich da genauer habe, das ist zwar gleich, wenn wir oben an. Ja, apropos Radberg, kann ich euch vielleicht eine kleine Information geben für alle die, die was noch nicht da waren. Das ist eine Stichstraße, fährst zurück und wieder vier. Die ist, glaube ich, aber nicht so lang. Du bist in 10 Minuten hinten, aber hast jetzt auch eine geile Aussicht da. Ist jetzt vielleicht einmal ein Tagesausflug wert, aber das ist, so lang ist die Strecke da nicht. Das ist halt der einzige Pluspunkt, eine geile Aussicht hast. Da fahren wir die Straße runter und dann unten ist ein Parkplatz, da kannst du aber nicht mehr weiterfahren. Das heißt dann, da geht dann die ganze Straße, muss dann alles wieder zurückfahren. Vorne ist vor allem kostet das Essen, unten glaube ich auch. Und das ist halt glaube ich für die Gegend nur für ja, Wanderer. Interessant oder wie gesagt, ein Tagesausflug, wenn es nichts zum Tor habt. Kommen wir schon mal her schauen. Gut, dann bleiben wir da einfach einmal stehen. Päuschen. So gut, wir fangen mal an. Als erstes, wie gesagt, die Sachen, die was Pflicht haben für Österreich, Slowenien, Italien und für andere EU-Länder. Die habe ich zum Beispiel da herin. Kleine Voraussetzung, sage ich mal, für alle die was vielleicht als 96er fahren. Da habe ich mir nämlich die Sturzbügel gekauft gehabt und an denen habe ich mir die Taschen gekauft. Die Taschen, die waren, die habe ich mir von eBay oder Amazon irgendwie gekauft für 20 Euro und da sieht man es auch. Erste-Hilfe-Set, 2 Warnwesten für mich Sozius und dann kommt da auch gleich das erste Werkzeug entgegen. Schraubenschlüssel, Schraubendreher, genau, einfach so. Ja, bis zu der Werkzeuge und das Pflichtzeug, was man dabei haben muss fürs Ausland. Dann nur 2 kleine Spanngurt gekauft, dass das ein bisschen fester ist. Genau, im letzten Video oder in einem von den letzten Videos habe ich vorhin ja meine Kotflügeltaschen habe ich ja drauf gehabt. Da habe ich aber leider ein bisschen viel drin gehabt. Und das sieht man es vielleicht nicht ganz. Nein, sieht man nicht. Auf alle Fälle war die dann so schwer, dass die beim Raufmonten eine Schleifen angefangen habe. Wenn die Gabel eingefedert ist oder wenn ich im Gelände unterwegs war, von dem her, die ist weggekommen. Ich habe mir nur Satteltaschen gehabt, wenn es mal ins Ausland geht. Und da ist die dann drauf. Das ganze Lenkertasche und Tanktasche, was ist so? Satteltasche, Tanktasche, Tankrucksack. Und die Satteltaschen sind von Enduristan, das ist eine, ja, eine Marke ist es quasi. Und da lassen sich ein paar Gegenstände untereinander kombinieren, was ich sehr gut finde. Eben, wie gesagt, da ist an die Satteltaschen auch der Kotflügeltasche ist da kompatibel, dass die unten droh Hänger kostet und wie gesagt, da ist nur Werkzeuge drin. Genau, Werkzeuge, Pflichtsachen. Auf derer Seite habe ich ZBV zur besonderen Verwendung. Getränk, Bulei. Dann habe ich mal noch, ja, 2. Schraubenzieher und das Teil. Das ist einfach, wenn du in der Nacht einmal einen Unfall hast oder so, das kannst du einschalten, dass man besser gesehen wird. Finde ich recht praktisch. Genau, die Tasche auch ebenfalls wie der andere Amazon eBay für 20 Euro. Genau, dann haben wir noch Lenkertasche. In der Lenkertasche ist eigentlich auch nur Werkzeuge drin. Genau, was haben wir da? Taschenmesser, Kabelbinder, Zangei, Ratschen, Klingen, Ermetterstopp. Weil das Ganze habe ich mir nämlich alles so zusammengestellt über die Erfahrung, was ich letztes und vorletztes Jahr gemacht habe, wo ich in Kroatien war und in Italien unten waren. Letztens
in Slowenien hat es der Max da brauchen können. Finde ich recht praktisch, ob man es braucht oder nicht. Muss jeder für sich selber wissen, aber ich habe es ehrlich gesagt lieber dabei. Weil, wie gesagt, über die letzten Jahre, wo ich das Motorrad schon habe, habe ich schon von dem Werkzeug einiges brauchen können. Gott bewahre, im Normalfall braucht man es eigentlich eh nicht, bis auf ein paar Schrauben zum U-Ziehen oder irgendwie Bremsflüssigkeit, den Deckel aufmachen. Oder wenn du mal einen Nagel im Reifen drin hast, dass du den ausziehen kannst mit der Zange. Genau, die letzte Errungenschaft, das war der Tankrucksack. Kost oben, kost dein Handy rein dort, da ist mein Handy leider das groß. Kost du einfach aufmachen, dann kost das eine Schirm. Oben kost da mit dem Ladekabel irgendwie durchfahren. Das sind eigentlich persönliche Sachen. Geld, Schlüssel, Handy, was man da rein dort kann. Und der Vorteil ist, die Clipser, die kost beim Kabelbinder einfach am Rahmen ohne machen. Und da kost einfach die Viere obi klatschen und dann kost die Satteltaschen einfach mitnehmen, dann hast du es auch mit dabei. Ist recht praktisch. Willst du auch rein ins Video? Bist du schon drin? Genau, nahezu die Satteltaschen, Hitzeschutzblech gibt es auch, wie gesagt, eine Marke, die haben eigentlich alles da. Da habe ich eigentlich alles relativ gern am Motorrad, dass ich so da überhaupt nichts mehr zusammensuchen muss oder am Körper auch nichts habe, irgendwie Rucksack. Genau, dass das einfach alles am Motorrad ist und ja, zum Lastenesel mehr oder weniger umfunktioniert wird. Genau. Und ja, Diebstahl ist es halt einfach, da appelliere ich an die Menschheit, wenn irgendeine Drecksau meint, das Werkzeug nehmen zu müssen, dann soll er der Blitz beim Schatten treffen. Da appelliere ich einfach an die Menschheit, dass die vielleicht die Bratzen von dem Werkzeug lassen. Ja, es war jetzt nicht da, aber muss jetzt nicht sein. Genau, wie gesagt, wegen der Lost Places, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Dann lassen wir uns mal überraschen. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich hab's vergessen. Genau. Ah ja, Schlusswort. So wie es aktuell ausschaut, wird das Video von mir wahrscheinlich das allerletzte Video sein für dieses Jahr. So habe ich nichts mehr geplant und auch vom Wetter her, es wird frischer, es wird kälter. Da wird nicht mehr so viel kommen, wir haben es jetzt Oktober. Von meiner Seite war es das für dieses Jahr, ob der Tommy noch was kommt oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Am Ende des Jahres kommt vielleicht wieder Best of, aber da schauen wir dann einfach nur mal, wie das dann ausschaut. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich schon mal kurz ein neues Jahr, schöne Weihnachten und frohe Ostern und dann sehen wir uns wahrscheinlich vielleicht erst nächstes Jahr wieder. Ob nur Videos kommen, schauen wir mal. Aber bis dahin, tschüli lü, tschü mit ö und merci fürs Zuschauen.